Crimes and Punishments, ein neues Spiel aus der Sherlock Holmes Spieleserie von Focus. Und wir können es schon jetzt ausprobieren, eine kleine Weile vor dem offiziellen Release. Wir, das sind in diesem Fall unser Oberdetektiv Michael Obermeier. Hallo. Nein, natürlich Daniel Veit, ja. Unser Schlauer. Hi Fritz. Und großer Krimi-Fan vor allen Dingen. Ja. Und ja, ich als Begleitung, denn Martin ist leider krank und Michi hat Urlaub. Und da blieb Daniel nichts anderes übrig. Nee, finde ich ganz übel. Gut. Vor allem, weil du schon ein bisschen reingespielt hast und sollten meine Deduktionskünste versagen, mir da ein bisschen zur Seite stehen kannst. Ich habe das Spiel noch gar nicht gesehen, freue mich sehr drauf, weil ich großer Freund von guten Krimispielen bin. Und jetzt hoffen wir doch mal, dass Crimes and Punishments ein gutes Krimispiel ist. Schauen wir doch mal rein, neues Spiel. Der Schwarze Peter, das ist der erste von insgesamt 6 Fällen, die in der Vollversion drin sind. In unserer Vorschauversion hier ist nur dieser eine Fall drin, der quasi in das Spiel einführt. Und wenn uns der gefällt und wenn uns das alles so gefällt, dann werden wir ab Ende September, wenn die Vollversion da ist, das sicherlich auch weiter rätseln. Na, dann hoffen wir mal, dass der, was kann der Fall? Wie der Experte sagt. Fängt ja gut an. Holmes schießt auf uns. Wir sind wohl Dr. Watson, denke ich mal, oder? Wir sind Dr. Watson, genau. Und jetzt können wir hier... Sieht ja schon ganz schön hübsch aus, so detailliert. Gehen wir nochmal hier in Deckung. Oh. Viel kann ich jetzt noch gar nicht machen, oder? Nee, ich glaube, du musst da was von Deckung zu Deckung. Aha, Edward Grieg im Hintergrund. In der Halle des Bergkönigs. Hübsche Pantoffeln. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me 30 minutes to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again.
What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Und los geht's. Aha, also mit der X-Taste kann ich mein Notizbuch öffnen und den aktuellen Stand der Ermittlungen. Wir spielen übrigens das Ding jetzt auf dem PC. Das kommt auch für die Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 und PlayStation 4. So, also den Mord an Peter Carey untersuchen. Das haben wir gehört, ist ein ehemaliger Wal- und Robbenfänger. Ist mit 50 Jahren ermordet worden. Tatort ist in Woodman's Lee. Ich soll einen Anzug aussuchen. Ein ehemaliger Kapitän. So, hier oben ist die Baker Street, die kennen wir ja. Hier geht's zu Woodman's Lee. Das ist wahrscheinlich auch die Map, über die ich dann da hinkommen kann. Genau, oder? Damit reist man aber quasi. Aber ich möchte mich ja erstmal hier ein bisschen umsehen. Warte mal, wie kann ich denn, wenn ich hier bin, wie kann ich denn umblättern? Mit dem linken Stick, glaube ich. Ah, mit dem rechten Stick. Mit dem rechten, genau. Genau, ehemaliger Kapitän, genannt Schwarzer Peter. Hier ist die Karte. Hier sind die bisherigen Beweise. Ein bärtiger Typ. Also die Haare sind recht ungleich verteilt auf dem Kopf. So ist das, wenn man älter wird. Ja, wächst eher unten raus. So, 50 Jahre alt, erfolgreicher Walfänger, setzte sich zur Ruhe und zog nach Woodman's Lee. Mehr wissen wir noch nicht. Dokumente haben wir nicht. Dialoge können wir hier nochmal nachlesen. Sehr praktisch immer bei sowas. Souvenirs haben wir nicht. Echos, weiß der Geier, was das ist. Charakterporträts haben wir auch noch nichts. Naja. Dann schauen wir uns doch mal um. Anzug brauchen wir, oder? Teleskop. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich alles Mögliche anschauen. Gucken wir nochmal rein. Ja. Ja, das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Danke sehr. Na, wer weiß, vielleicht ist ja Holmes da so ein Connoisseur. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ach, das sollen Sie mir nicht so anstellen. Du kannst übrigens die Perspektive ändern, indem du B drückst, dann wird das Spiel zu einer Ego-Ansicht. Cool. Was ich in diesen sehr kleinen Umgebungen und wahnsinnig detaillierten Umgebungen echt angenehm finde. Ja, weil so ist es ein bisschen rumpelig. Da ist ein bisschen auch viel einfach auf dem Bild. Wenn du hier das Charaktermodell mal anschaust, ich finde, der hat ein bisschen was von, ja, weiß ich gar nicht. Ne, von wem? Also er sah auf einem Teaserbild sah ein bisschen aus wie Gabriel Byrne, der bei End of Days da den Teufel gespielt hat. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Weil man sich zum Beispiel verläuft. Für diejenigen, die noch mal? Mrs. Hudson, die Vermieterin. Mrs. Hudson, genau. Für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen wundern, warum sie die Studierstube von Holmes ein bisschen anders in Erinnerung haben, das ist quasi das Original-Holmes-Szenario, sprich im viktorianischen London und nicht die Sache mit Cumberbatch und Martin Freeman, die zuletzt immer im Fernsehen war. It is useful for my work. Ja, bei Dings sah das doch auch anders aus, oder? Bei den beiden Kinofilmen, die da zuletzt waren. Die habe ich nie gesehen, muss ich mal offen zugeben. Hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst. Zumindest nicht im Vergleich zur Serie. Zur BBC-Serie. Aber angeblich kann man sich die schon anschauen. Also. Die kann man sich anschauen. Aber wenn man halt die BBC-Serie kennt, dann ist das doch nochmal einfach eine andere Qualität. Aber es ist echt schön, ne? Also so ist die Umgebung wirklich, wirklich nett. Wir sollen uns erstmal umziehen. Das ist der Ausgang. Verlässt du dann die Wohnung? Das heißt, ich brauche einen Kleiderschrank. Watsons Zimmer. Forschungsberichte. I can always consult with it if needed. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it. Ach, das ist so lieb. Ich finde den Akzent so geil. Da ist auch die Geige, die Holmes gerne spielt, wenn er sich konzentrieren muss. Das ist hier irgendwie seine Kann ich mir denn irgendwie Hotspots anzeigen lassen? Es gibt gar nicht unbedingt jetzt so viel. Das ist eine Fähigkeit, mit der du dann Sachen visualisieren kannst. Es wird dann aber so nach und nach alles ein bisschen erklärt. Aber das ist ja noch, okay. Du kannst ja einfach mal in dein Zimmer gehen. Das ist das hier, oder? Genau. Ah ja. So, Schminktisch. Das ist ganz witzig, man kann sich hier noch quasi die Figur ein bisschen umbauen. Okay. Die schaltet man aber erst frei, diese Sachen. Also so Brille oder jetzt hier auch Mützen zum Beispiel, natürlich auch so die typischen Sachen. Die muss man erst sich freischalten als Belohnungen. Das geht jetzt so natürlich noch nicht. Aber ein Kleiderschrank müsste hier trotzdem sein. Okay. Ein Einzelbett. Holmes ist ja
Nicht gerade, also eher ein Kind von Traurigkeit, was so... Na, lassen wir das. So, was haben wir denn? Dunkler Anzug? Es gibt sogar jede Menge Anzüge. Brauner Anzug, also, grüner Anzug. Sie laden nur nicht immer sofort. Grau, hell, Bandit. Was nehmen wir denn? Den dunklen, oder? Mal so ganz seriös. Ja. Ah, nee, den habe ich schon, oder? Beendet. Nee, du hattest einen Morgenrock an. Ah ja, richtig. So kann man doch bitte nicht rausgehen. Komme ich immer... Kannst du mal rausgucken auf die Straße? Komme ich immer durcheinander. Draußen. Okay. Das ist ganz, ganz nett gemacht, ne? Also so stimmungsvoll eingefangen. So, jetzt möchte ich aber dann bitte noch in Watsons Zimmer ein bisschen rumwühlen. Alles um einen Zentimeter nach links stellen. Mal sehen, was der so im Kleiderschrank versteckt. I put on women's clothing. Nein. Aha, da kann man wohl nicht so viel angucken. Ja, ja. Sehr diskret. Wollte gerade sagen, da hatten die Leute noch Anstand. Vor allem so ein... Da wurde auch noch nichts gepostet oder so. Also da wurde noch gepostet mit der Post. Barbarische Sitten. Okay, dann jetzt mal nach Woodman's Lee zum Tatort. Stilecht natürlich mit der Kutsche. Da kann ich jetzt während der Kutschfahrt im Notizbuch blättern. Genau, das ist ganz nützlich, weil du, das sind halt immer die Ladezeiten jetzt, diese Momente. Und man kann dann so ein paar Sachen, ein paar Funktionen des Spiels trotzdem noch benutzen. Das ist eine gute Idee. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. So, den ersten Teil haben wir schon klar gemacht. Jetzt haben wir hier oben eine Anzeige für das eventuell irgendwo was ist. Da unten ist irgendwie Steinweg. Gehen wir ein bisschen näher ran da. Da sind Fußspuren. Ich glaube, du kannst Schuhabdrücke, genau. Achso, ich muss eine Weile hinsehen. Mit dieser Ansicht erkennt er das dann halt, dass da was ist. These footprints appear to be quite large. Interessant. Was auch ganz nett gemacht ist, wenn man jetzt hier was untersucht, und wenn man es dann nochmal anschaut, dann ist die Lupe ist dann grün. Das heißt, du hast da alles entdeckt. Ah ja, das ist... Das muss man nicht tausendmal das immer wieder machen. Das ist immer ganz schön, wenn man so Feedback bekommt. Und da ist Lestrade und eine ältere Dame. Und ein Constable. Mr. Holmes? Die sind so geil. Die sagen wirklich immer nur Mr. Holmes. Mhm. Egal, was du sie fragst. Deswegen halt auch nur Constable und nicht Inspektor. Für mehr hat es halt nicht gereicht. Wann würdest du meinen Mann verlassen? Es ist sakrilegious, ihn hier so zu lassen. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. So, jetzt haben wir ein paar verschiedene Möglichkeiten. Wir können mit den Leuten sprechen, wir können sie aber auch mal untersuchen. Wenn du X drückst, dann gibt es da Sachen zu entdecken an den Leuten. Rückwärts, vorwärts. Also hier gibt es jetzt, oder... Ach so, da kann ich dann so rauf und runter fahren an ihr. Das ist ja ein bisschen... Das ist quasi wie Holmes das ja auf einen Blick machen würde, aber wir sind ja nur normale Sterbliche. Ja. Wir brauchen dafür eine Slow-Mo. Okay, er hat hier so eine Brosche. Ein Rosenkranz. Achso, er schaut sich also dann nicht nur sie an, sondern die ganze Umgebung. Haubenmeise. Achso, das ist, was hier abgebildet ist auf dem Buch. Ein paar fesche Handschuhe, Gartenhandschuhe. So sahen die früher aus. Mhm. Kriegt man beim Hagelbau heute nicht mehr in dem Design. Hat man aber auch die Gartenhandschuhe nur angezogen, um den Bediensteten anzuweisen, wo sie denn bitte das Beet zu pflegen haben. Charakteranalyse abgeschlossen. Haben sich hier mehr Optionen freigeschaltet. Genau, es wird alles einfacher werden, kam dazu. Kann ich mir jetzt nicht ganz erklären, warum das, also was er jetzt gesehen hat an ihr, was das jetzt aussagt, aber wir können ja mal mit ihr sprechen. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk.
Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well-maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Schnell X drücken! So, und jetzt können wir aussuchen, wie wir wohl davon wissen, dass sie, wo sie sich da kennengelernt haben. Und das ist jetzt das, was freigeschaltet wurde durch die Untersuchung, die wir an ihr vorgenommen haben. Okay, das ist und jetzt aber... Was haben wir denn bei ihr gefunden? Ich weiß halt über Plymouth gar nichts, aber ich kann mal die Beweise durchschauen. Also kein angenehmes Leben, sehr religiös. Ach so, also alles, was wir jetzt selber nicht deduziert haben, das hat Holmes jetzt in seinem Notizbuch schon deduziert. Also da können wir... Okay, Pilgerreise auf dem Jakobsweg, der ist jetzt zumindest schon mal nicht in Plymouth. Fähige ja, aber es gibt zum Beispiel die Option Pilgerreise. Ja. Aha. Schuhabdrücke, die sehr groß sind, das ist wohl nicht von ihr. Der Ehemann muss auch ein richtiger Sympath gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Also was mir noch auffiel, ist also die... was ist denn hier drüben noch? Ah ja, vom Lande Schottland, wo haben meistens eine religiöse Frau. Santiago de Compostela, genau. Dass die Gartenhandschuhe, also wenn er den Garten selber gepflegt hat, die Gartenhandschuhe sahen jetzt nicht unbedingt aus, als würde ein Mann so welche anziehen. Ich glaube, das waren aber ihre, wenn überhaupt. Okay. Gut. Weiß jetzt nicht, was Plymouth mit dem Jakobsweg zu tun hat, aber ich wähle das jetzt einfach mal, wenn es schon in ihrem Charakterporträt drin steht. Mal sehen, ob Holmes... You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen, um darauf ja, dann, es ist, naja, okay, es ist halt Sherlock Holmes, der macht es halt so. Aber er ist schon immer sehr präzise. Auch wenn die Dinge, auch wenn es immer andere Möglichkeiten auch noch Bursche. Gibt. So, ne? Naja. Die, aber jetzt können wir uns ja eigentlich mal den Tatort an sich anschauen. Jetzt möchte ich mich hier nochmal schnell. Kann ich mich damit auch bewegen? Ja, genau. Ja, ja. Du kannst auch rennen. Also, wenn dann das normale Gehen zu langsam ist, dann kann man im Notfall auch rennen. So. Aber wenn man es braucht, wird dieses Symbol auch angezeigt. Hier ist Lestrade, okay. Das heißt, im Garten haben wir jetzt wahrscheinlich alles soweit entdeckt. Hier ist noch ein altes Ruderboot. Da oben ist das Haus, aber da kommen wir dann wahrscheinlich eh noch hin. Hier ist wohl der Tatort, oder? Die Hütte? Das ist diese Hütte, genau, wo sie nachts einen Schrei gehört hat. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday, to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Aha.
Das geht dann mit diesen Worten, die eingeblendet werden, das geht so ein bisschen wie am Anfang mit der, wo er hört, dass Lestrade hochkommt. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Whoa. What a terrible way to die. Kann man wohl sagen. Von der Harpune gepfählt, hat er wahrscheinlich verdient, weil Walfang ist nicht gut. Hier gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu entdecken hier am Tatort. Und was genau, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.